Ich habe meine Märzpläne aufgeschrieben. Ich habe mir die Caravel-Trilogie bestellt. Hallo meine Lieben und willkommen zu diesem Vlog. Wir haben Donnerstag. Heute beginnt mein Wochenende für mich, also nach dem Arbeiten. Und ich habe dieses Wochenende ganz schöne Sachen geplant, deswegen dachte ich, nehme ich euch mal mit. Heute kommt nämlich eine Freundin von mir zu Besuch aus Köln und wird hier übers Wochenende bleiben. Und ich freue mich schon total. Heute ist auch so schönes Wetter. Es wird auch so warm jetzt am Wochenende. Einfach geil. Ich fühle mich richtig entspannt und gut heute. Jetzt gerade bin ich noch am Homeoffice machen. Und in circa 2 Stunden wird meine Freundin hier eintrudeln. Ich freue mich, Leute. Ich liege gerade schon ready to sleep im Bett. Ich muss aber nur einfach kurz sagen, wir hatten so einen schönen Mädelsabend. Wir haben unsere Bullet Journals gemacht. Ich bin nicht ganz fertig geworden, aber fast. Es war einfach so ein schöner Vibe. Wir hatten so schöne Konversationen. Es war einfach toll. Ich bin richtig happy und erfüllt jetzt, aber auch ein bisschen erschöpft. Um ganz ehrlich zu sein, auch ein bisschen erschöpft. Und ich freue mich jetzt auf Schlafen und noch ein bisschen lesen. Gute Nacht, meine Lieben. Bis morgen. Guten Morgen. Ich habe gerade mein Bullet Journal gemacht für den März. Also, ich habe meine Märzpläne aufgeschrieben. Und zwar sind das einmal Inliner fahren gehen, weil das Wetter jetzt besser wird. Habits brechen fürs Reisen und dies akzeptieren, weil ich werde im März so viel unterwegs sein. Und ich habe jetzt schon so Anxiety, dass ich halt meine ganzen Gewohnheiten nicht einhalten kann. Aber ich muss es akzeptieren diesmal. Einen Lesetag veranstalten. Ich möchte wirklich einen Tag, wo ich einfach nur lese. Ich wache auf, ich mache mir einen Tee, ich lese. Und meine letzte Sache ist so ein bisschen Geldeinnahme vorantreiben, weil ich möchte noch nebenbei Geld verdienen, aber ich weiß immer noch nicht genau wie und womit, bla bla bla. Und da möchte ich mich auch ein bisschen mit beschäftigen. Und dann habe ich gerade noch meine Habit-Tracker gefüllt, aber mir fällt kein 6. Habit ein, was ich tracken kann. Muss dann nochmal brainstormen. Aber das ist gerade so der Stand. Meine Monthly Highlights habe ich natürlich auch gefüllt, aber wir machen es diesen Monat mal einfach nicht so detailliert. Das ist auch okay. Ansonsten trinke ich hier gerade noch meinen Tee und chill ein bisschen. Wir waren gerade zusammen im Gym und es tat wirklich richtig gut. Ich bin irgendwie auch 3 Kilometer gelaufen. Auch wenn ich mich ein bisschen angeschlagen fühle, ging es eigentlich voll fit. Also ja, ich wollte mich auch nicht überanstrengen. Und danach hatte ich 2 kleine Mental Breakdowns. Einen in der Bahn und einen zu Hause. In der Bahn war einfach so ein Typ, der hat mich so abgefuckt. Ich wollte halt zu einem Sitz, wo 2 Plätze waren, weil ich halt mich mit Sarah hinsetzen wollte. Und ja, dann stand ich da und dann kam so ein Mann und hat einfach nur gesagt, durch. Und ich war so, ja, meine Freundin ist noch da, ich warte gerade auf sie. Und er drängelt mich weg und setzt sich einfach hin. Lieben wir. Ich war so sauer. Und es war halt wieder so ein Moment. Ich habe so geweint dann, weil ich einfach, ich hasse dieses Gefühl, dass Männer ihre Macht missbrauchen, weil das kann nur ein Mann machen. Das kann nur ein Mann machen bei einer Frau, dieses Grenzüberschreiten. Und dieses, nö, es ist mir egal, ich drängel dich jetzt hier weg und setz mich da hin. Ohne mal nett zu fragen, so, hey, könnte ich mich hinsetzen? Oh. Ja, also ich glaube, ich habe einfach ganz doll PMS und ja, muss ich mich jetzt noch ein bisschen erholen. Und dann machen wir uns gleich fertig und gehen heute Abend noch schick essen und zwar bei Blumenthal. Und ich freue mich schon drauf. Aber jetzt gerade muss ich ein bisschen runterkommen, wirklich. Ich bin emotional komplett gaga.
perfekte Foto. Das sieht gar nicht aus. Und ich krieg nichts. Schade. Prost! Ich hab niemandem in die Augen geguckt, sorry. Oh, ich liebe Rosen. Ich liebe Grapefruit. Leute, ich muss einfach sagen, dass sich dieses Essen so null gelohnt hat für mich. Ich habe 15 Euro gezahlt für dieses Essen. Es war einfach legit. Es waren zwei Wirsingblätter gefüllt mit Linsen und dann in so einer Bratensoße, die übel flüssig war und einfach nach nichts geschmeckt hat. Die anderen beiden Sachen schienen recht lecker zu sein. Also ich glaube, ich habe einfach eine Shit-Wahl getroffen. Aber das Getränk war übertrieben lecker. Also wirklich, es war so Blutorange? Nee. Doch, ich glaube Blutorange. Ich bin schon ein bisschen durch. Ich werde gleich schlafen gehen. Und noch ein bisschen lesen. Ich bin jetzt schon echt weit in dem Buch. Und ich liebe es komplett, wirklich. Ich liebe Magnolia Parks so sehr. Ich liebe es einfach. Falls ihr wirklich auf Gossip Girl steht und einfach ein richtig funny, heartbreaking, alles auf einmal Character Study haben wollt von London Rich People, lest Magnolia Parks. Und falls ihr toxische Beziehungen aushalten könnt. Ich mache mich jetzt Bettchen fertig und gucke dann gleich noch das Video von Sarah weiter. Ihr Februar-Wrap-Up. Da freue ich mich schon drauf. Auf mein Bettchen. Was machen wir jetzt? Wir gehen zum Piercer. Ja, ich hätte Piercing bekommen. Kein Nippel-Piercing? Ein Nippel. Nippel. Nippen-Piercing. Ja. Ja, den Nostril war ich halt so hoch. Ich mache es mir hier gerade auf dem Sofa gemütlich und mache eine kleine Mittagspause. Wir waren beim Piercer. Sarah hat jetzt ein Piercing. Ich wollte eigentlich auch meine Piercings austauschen lassen, einfach zu Goldschmuck. Aber sie hatten keine goldenen Hufeisen und dann dachte ich mir so, okay, ein Piercing wechseln macht halt keinen Sinn. Deswegen bin ich jetzt zu Hause, ruhe mich erstmal wieder aus. Ich bin irgendwie so erschöpft heute. Ich bin richtig müde. Man sieht es mir, glaube ich, auch ein bisschen an. Und lese jetzt erstmal eine Runde, so wie immer. Und trinke meinen Iced Matcha. Ich habe gerade den Rohschnitt von meinem Video fertig bekommen. Und jetzt geht's ans Einkaufen. Und dann mal gucken. Ich trage einfach den gesamten Twitch-Jogger gerade. Es sieht ein bisschen assi aus, ich bin ehrlich. Guys. Ich war gerade baden, wie ihr gesehen habt, und es hat so gut getan, wirklich. Ich liebe Baden so sehr. Ich mache es mir aber auch immer schön. Ich mache mir immer Kerzen an, ich mache mir immer meine Sternenlichtprojektor an und Musik an und lese. Und ja, meine Haare gehen gerade ein bisschen wild, aber lassen wir uns davon nicht stören. Leute, ich wollte kurz mit euch quatschen über dieses Buch. Ich bin jetzt fast durch, ich habe noch 70 Seiten übrig und wirklich, Leute, ich liebe Magnolia Parks so sehr. Es ist gestört, wie sehr ich diese Bücher liebe, wie sehr ich Magnolia liebe. Ich finde sie so lustig. Ich finde alles so geil einfach in diesen Büchern. Es ist so emotional. Ich kann mich so gut da reinfühlen. Es fühlt sich an, als ob das echte Menschen wären, von denen ich hier gerade lese. Es ist einfach heartbreaking. Es ist lustig. Es ist schön. Es ist einfach toll. Es ist wirklich einfach toll. Ich kann euch das wirklich nur ans Herz legen. Aber seid gewarnt. Ich habe gehört, auch wenn ich es nicht nachvollziehen kann, dass man entweder ein Magnolia Parks Girlie ist oder ein Daisy Hates Girlie. Also
falls ihr Magnolia Parks lest und irgendwie nicht mit ihr resonaten könnt, dann gibt halt Daisy Hayes noch einen Try. Ich habe jetzt auch den letzten Magnolia Parks Band hier stehen. Habe ich mir bestellt und der ist so schön. Leute, dieses Buch ist so wunderschön, wirklich. Als das Cover released worden ist, war ich so, excuse me, what the fuck ist das? Aber jetzt, nachdem ich auch wirklich in dieser Story drin bin, I couldn't be happier. Falls ihr meinen letzten Geburtstagsvlog gesehen habt, wisst ihr, dass ich unglaublich viele Bücher geschenkt bekommen habe. Und vielleicht wisst ihr auch, dass ich noch Guthaben hatte für Amazon. Und ich habe mir noch ein paar Bücher bestellt. Und zwar habe ich mir zum einen den dritten Teil von Good Girls Guide to Murder bestellt. Ich bin super gespannt, den zu lesen, weil der soll gut sein. Den zweiten fand ich so okay. Und ich habe mir die Caraval-Trilogie bestellt. Ich muss sagen, das sind andere Cover als die, die ich kannte. Also die anderen waren so all black und irgendwie so ein bisschen darker und ein bisschen halt Fantasy-mäßiger. Aber ich finde diese Cover auch sehr schön. Ich habe die actually bestellt, weil sie günstiger waren. Und weil es den ersten nicht in diesem schwarzen Cover gab auf Amazon. Aber ich finde die so sweet eigentlich. Ich finde auch die Bände ganz sweet. Und ich freue mich sehr, die zu lesen. So Leute, ich mache mir jetzt Abendessen. Gleich zum Pole Dance. Ja, wir haben heute eigentlich wieder klassisch unseren Croissant-Frühstück gemacht. Ich habe aber heute Morgen nicht gefilmt, weil ich mit so ein bisschen Anxiety aufgewacht bin, sage ich mal. Die letzten Tage haben mich einfach so ein paar Themen beschäftigt. Deswegen war ich ein bisschen anxious. Ja, und jetzt fahren wir gleich zum Pole Dance. Ich nehme Sarah auch mit tatsächlich. Sie macht den Stretching-Kurs mit und dann beim Heels-Kurs wird sie wahrscheinlich einfach nur zuschauen. Und ich freue mich. Diese Babys kriegen heute nämlich ihren ersten Einführungskurs. Und ich bin sehr gespannt, wie ich mich darin schlagen werde. Übrigens, Leute, ich bin fast durch. Ich schaffe es heute noch. Ich schaffe es fast durch. Es ist so dramatisch. Es ist so emotional. Und ich liebe es. Ich esse es komplett auf. Today I'm gonna finish it. Aber ich muss nachher auch noch mein Video finishen. Heute steht noch einiges an. Aber ich freue mich erstmal voll aufs Pole Dance. Das Ding ist, mir ist das auch gestern bewusst geworden, dadurch, dass ich nur einmal die Woche dahin gehe und dann 2 Stunden mache, es ist sowas Besonderes. Ich gucke mir manchmal meine Pole Dance Videos an und denke mir so, oh, es ist so toll, ich muss mehr Pole Dance machen. Aber dann denke ich mir so, nee, ich will mich nicht dazu zwingen. Erstens, ich will auch nicht noch mehr planen, weil ich bin eh schon immer so verplant und busy. Und es ist einfach was Besonderes, dadurch, dass ich nur einmal die Woche gehe. Und es ist sowas Schönes. Es ist sowas, worauf ich mich freue, was mich glücklich macht, was mich runterbringt, was mich nicht stresst. Und ich glaube, wenn ich das jetzt planen würde, das regelmäßiger zu machen, würde es mich stressen. Und ich habe ja auch keine Ziele oder sowas. Ich will ja nicht Pole-Instructorin werden oder bei Wettbewerben teilnehmen oder sowas. Deswegen, I need to chill. Noch eine Sache, die gerade passiert ist oder heute passiert ist. Ich habe das erste Design für mein Tattoo geschickt bekommen. Und es sieht so toll aus. Das hier wird auf meinem Rücken landen. Beziehungsweise es ist wahrscheinlich noch nicht komplett finished. Ich bin diesmal ein bisschen picky. Einfach, weil ich sehr genaue Vorstellungen in meinem Kopf habe. Aber ich kann halt nicht zeichnen. Ich kann das auch schlecht beschreiben, was ich haben will. Also, it takes a little time this time. Aber ich freue mich so sehr. Ende des Monats. I am getting my tattoo on my back. So Leute, und jetzt fahre ich los. Bis gleich. Good morning. Es ist Montag, das Wochenende ist vorbei. Sarah ist gerade abgereist und wir hatten ein schönes Wochenende. Ich habe gestern nicht wirklich gefilmt. Ich glaube, ich habe gar nicht gefilmt, weil, wie gesagt, ich bin mit Anxiety schon aufgewacht und meine Haare. Ich bin mit Anxiety aufgewacht. Ich hatte irgendwie eh so voll die Struggle gestern, keine Ahnung. Habe mich dementsprechend auch einfach nicht so sehr nach Filmen gefühlt. But now I'm back, now I'm fresh again. Ich mache mich gerade für die Arbeit fertig. Ich fahre heute ins Büro und habe gerade auch schon eine Wäsche angemacht, weil ich jetzt Bettwäsche und Handtücher gewaschen habe, weil Sarah halt auch hier war und ich jetzt alles ein bisschen resetten wollte für die Woche. Also gestern waren wir auch eigentlich nur beim Pole Dance. Sarah hat den Stretching-Kurs mitgemacht und beim Heels-Kurs hat sie dann zugeschaut. Das war das Wochenende. Ich habe gestern dann noch mein Video geschnitten und hochgeladen. Und Magnolia Parks beendet, Leute. Oh mein Gott. Stimmt, ja. Also Leute, ich bin jetzt durch mit diesem Buch. Ich habe nicht kommen sehen, was am Ende passiert.
wie auf. Es war ein kompletter Schocker. Und ich weiß nicht, wie ich jetzt irgendwas anderes lesen soll als die nächsten Teile. Also wirklich, das Ende war grandios. Ich weiß nicht genau, was ich dem Buch geben soll. Eigentlich bin ich schon wieder verleitet, wieder 6 Sterne zu geben, so wie dem ersten Magnolia Parks Teil. Oder 5. Ich muss noch mal ein bisschen drüber nachdenken. But this one, ich liebe die Reihe einfach. Aber ich glaube, es sind 5 Sterne. Das Ding ist, es war halt ein sehr dickes Buch. Und in einem Großteil des Buchs ist halt einfach wirklich nicht viel passiert. Also ich fand es gut aufgebaut und ich fand es auch nice. Aber es hat sich an manchen Stellen vielleicht ein bisschen gezogen. Sagen wir 5 Sterne. Aber immer noch. Also wirklich, Hammerbuch, wirklich. Gut, meine Lieben. An dieser Stelle verabschiede ich mich dann jetzt auch von euch. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Woche, einen schönen Tag, keine Ahnung, wann guckt ihr das Video? Wahrscheinlich irgendwann. Ich versuche jetzt immer montags abzuloaden. Mir ist nämlich aufgefallen, dass ich mehr Peace of Mind habe, wenn ich das ganze Wochenende zum Editen habe und nicht nur Freitag und Samstag. Deswegen kommt das Video jetzt wahrscheinlich nächste Woche Montag. Deswegen lasst gerne wie immer ein Abo da, damit ihr nicht die weiteren Videos verpasst. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Einen Daumen nach oben. Bis dann, Leute. Peace out. Ciao. Thank you.